Hola und guten Morgen, Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Showdown. Heute im Ayu-Tier unterwegs mit einem frischen Ayu-Team, was so ein bisschen Ähnlichkeiten hat zu einem Ayu-Team, was ich schon mal hatte, aber darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen. So, wir sind hier im Ladder Light Account, wie wir hier unten schon lesen können. Bedeutet ganz einfach, dass wir mit diesem Account so ein bisschen laddern, just for fun. Und ich habe da schon so ein paar Punkte gesammelt. Wir sind in den Top 500, aber das ist im Ayu-Tier eigentlich nichts Besonderes. Ich habe es einfach nur gemacht, damit wir hier ein bisschen anspruchsvollere Gegner haben und somit auch so ein bisschen interessantere Kämpfe. Und deshalb denke ich mal, soll es das von der Anmoderation gewesen sein. Wir haben hier mit ein Erzelger, ein Hydragil, ein Barnett, beziehungsweise Mega Barnett, ein gescarftes Tyrantrum, ein gescarftes. Wie heißt es noch? Monagoras, genau. Ein Life Orb Kikli mit dem Turbodreher, ein komplett offensives Seismitoad mit dem Tarnstein und ein Choice Backed Rotom Cut mit Thunderbolt, Volt Switch und V-Storm und dazu noch den Trickbetrug. So, damit lead ich, denke ich mal, auch direkt, denn wir haben immer ein großes Problem gegen seine Pokémon wie beispielsweise Glalie und ich möchte das mit einem V-Storm einfach direkt mal killen, wenn es denn damit geleadet hätte, aber das hat an dieser Stelle nicht ganz funktioniert. Ich gehe in meinen Rudy, kann alles tanken, was dieses Chinchino mir entgegenwirft. Ich hoffe, er geht nicht auf Knockoff, tut er nicht, sehr schön. Tail Slap tanken wir so also und können dann, er hat nur dreimal getroffen, das heißt, er ist ein Techniker Chinchino, okay. Ich gehe einfach mal auf Head Smash. Wenn er drin bleibt, ist Chinchino down. Würde mich definitiv freuen, wenn er rauswechselt, ja, dann wahrscheinlich in Gastrodon, aber er bleibt drin. Wir treffen mit Head Smash, sehr schön, der Crit hat nicht gemattert und somit ist das Chinchino schon mal down. Sehr gut, gefällt mir auf jeden Fall. So. So während wir kämpfen, kann ich, denke ich, mal ein bisschen auf das Team eingehen. Ich habe hier ein Lead Hydragil mit den Spikes, mit Final Gambit noch, was es auf Deutsch hat, weiß ich nicht. Dann noch die Zugabe und zu guter Letzt noch Bugbars, um einfach so ein bisschen die Spikes zu legen. Dann habe ich noch die Tarnsteine auf Seismitoad und dann habe ich eben Mega Barnett als Spinblocker. Das ist, denke ich mal, so echt ganz cool, würde ich sagen. Und gefällt mir definitiv ganz gut. So, ich gehe mein Toad. Kann damit den Heiltraum-Kick nicht ganz tanken. Er geht auf Substitute. Okay. Interessant. Ich gehe auf Earth Power. Sein Knockoff wird nicht viel Schaden machen. Ich frage mich, was das für ein Set ist. Ich habe noch nie einen Hitmonlee gesehen mit Substitute. Aber gut, ich gehe mal auf die Stealth Rocks. Dann habe ich die schon mal draußen. Er ist wahrscheinlich ein Lizzie-Bären-Set mit den mit dem Delegator. Aber das interessiert mich an sich so gar nicht. Er geht jetzt auf Close Combat. Kann mich killen. Oh, das ist doof. Das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich gehe mein Chucky. Da ist die Lichibäre. Das ist die Lichibäre und erhöht seinen Angriff um eine Stufe, wenn er etwas niedriger ist mit dem KP. Aber ich gehe einfach hier auf Knockoff. Kann ein Knockoff von ihm selbst tanken, das weiß ich, und die damit einem Shadow Sneak rausnehmen. Die einzige Priorität, die er hat jetzt, ist sein Patronenhieb und der Patronenhieb würde mich nicht killen. Der Shadow Sneak ihn allerdings und somit hätten wir Hitmonlee einen relativ großen Threat schon mal aus dem Gegnerteam entfernt, was mir sehr, sehr gut gefällt an dieser Stelle. Und jetzt bin ich mal gespannt, was reinkommt. Ich kann mir Gastrodon ganz gut vorstellen, um mich zu toxinisieren, aber dafür haben wir den Verhöhner auf diesem Set drauf. Glalie ist natürlich auch sehr, sehr schön. Da können wir auf Destiny Bond gehen. Denn der Ice Splitter sollte nicht ausreichen. Wir haben KP-Investment volles. Und er geht auf Protect. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt an dieser Stelle auf Knockoff. Denn er wird uns killen. Entweder oder rauswechseln und dann kriegen wir Damage drauf. Sehr, sehr nice. Er killt uns. Das heißt, Glalie selbst geht mit drauf. Und wir können in unser Rivaldo eigentlich gehen, oder? Rivaldo sollte eigentlich alles outspeeden. Malama, okay. Und ein High Jump Kick müsste ausreichen. Ja, wir sehen die Power von Rivaldo. High Jump Kick mit Life Orb und Reckless geboostet. Das tankt keine Sau, außer ein physisch-defensives Gastrodon könnte das vielleicht noch tanken. Magneton eher nicht.
wenn ihr versteht, was ich meine, aber ich denke mal, er ist gescarft und möchte uns noch irgendwie Damage drücken und hoffen, dass er da irgendwie was reißt, aber ja, es kann auch keine Robustheit mehr haben, hat hier verfadet. Das heißt, dieser Kampf ist definitiv gewonnen, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir suchen mal nach einem weiteren Kampf und sehen uns gleich wieder, Leute. So, da sind wir wieder. Wir sehen ein Dugtrio bei den Gegner, ein Golbat, Aromatisse, Galagladi, Blitzer und ein höchstwahrscheinliches Mega-Banett. So, wir kämpfen gegen The Mighty Solja, okay. Und ich denke mal, er wird mit seinem Dugtrio lieben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und würde deshalb gerne mit meinem Chucky lieben. Er liebt mit Jolteon, ist auch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Choice Packs sollten wir tanken, sofern er nicht auf Shadow Ball geht. Ja, Shadow Balls, das ist eine kleine Sache, ne? Shadow Ball ist doof. Ich denke, ich mache das hier ganz klug und gehe auf meinen Rudy. Rudy wird ein Volt Switch. Okay, ich dachte, er geht auf Shadow Ball tanken und dann könnten wir mit einem ihn überraschen mit einem Scarfed Head Smash und ihn dann besiegen. Aber gut, er geht jetzt hier in Dugtrio, kann uns also hier an dieser Stelle trappen, was schade ist. Aber wir können immerhin mit einem Outrage dieses Dugtrio auf den Sash runterbringen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und haben somit schon mal die Gefahr von diesem Pokémon definitiv gebannt und können dann jetzt... was können wir machen? Ich denke mal in Toad gehen. Denn mit Toad können wir alle Angriffe von Dugtrio easy tanken und auf die Stealth Rocks gehen. Und den Gegner somit schon mal zwingen, in Golbat zu gehen und nachher Defog einzusetzen. Denn ich glaube, die Stealth Rocks könnten ihn auf Dauer auch ein bisschen abfacken. Und von daher, ja, sollte das, denke ich mal, für uns ganz gut funktionieren. So, Scald kommt und das Dugtrio ist somit down. Ich denke mal, mit EQ oder sonst was würde er nicht mehr viel anstellen können. Und deshalb geht dieses Dugtrio drauf. Ich denke mal, er geht eh nochmal auf einen Gegenschlag, also auf einen Reversal, um so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Oder er wechselt direkt den Golbat. Kann er machen. Vielleicht kriegt er den Burn. Er kriegt sogar den Burn. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und an dieser Stelle gehe ich nochmal auf den Scald. Ich denke... Warte. Wenn er jetzt auf Defog geht, dann ist er in der Range von einem Scald plus Burn. Wenn er jetzt auf Ruheort geht, dann gehe ich auf Earth Power und kann ihn, glaube ich, killen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe auf Earth Power. Er geht auf Roost. Reicht das aus zusammen? Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal auf Earth Power. Wenn er auf Roost geht, geht er down. Weil ich dann auf Earth Power gehe und er gekillt wird. Wenn er auf Defog geht, dann sind zwar die Hazards entfernt, aber er geht durch den Burn drauf. Das bedeutet, ich gehe auf Earth Power. Er geht auf Toxic, auch vollkommen in Ordnung. Somit bleiben die Hazards definitiv da. Der Burn erledigt dann den Rest. Und Golbat hätten wir somit durch eine relativ nette Prediction schon mal rausgenommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat keinen Spinner oder so mehr. Das heißt, sein Dugtrio wird definitiv beim Switch-In sterben. Und wir haben immer noch unser Kickli, um die Stealth Rocks zu entfernen, falls wir das denn möchten, um unser Hydragil auch mit dem Focus Core zu behalten. So, das ist Jolteon. Er würde sein Jolteon niemals so reinwechseln, wenn er keine HP Grass hätte. Ja? Deshalb gehe ich, denke ich, in meinen Rotom. Oder bringt mir das überhaupt was? Ja, ich gehe in meinen Rotom. Er wird auf die HP Grass gehen. Wenn er das jetzt predicted, ist er echt gut. Er geht auf die HP. Er ist Choice Packs, das wissen wir. Das heißt, wir können jetzt hier an dieser Stelle auf einen Volt Switch gehen. Ich hoffe, er ist nicht schlau und geht in Dugtrio, sondern geht in Aromatisse oder sowas. Das wäre echt cool. Er geht in Dugtrio, okay, macht hier den besseren Play. Ich gehe auf Volt Switch. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er jetzt wieder in Blitzer geht, weil er einen Walschal oder Glas bei uns predicted. Wenn nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Okay, er geht in Jolteon. Die Frage ist, wird er hier auf einen Voltwechsel gehen, um unseren Switch zu predicten? Ich gehe, denke ich, in meinen Toad. Denn er wird nicht nochmal auf die HP Grass gehen, Leute. Würde er nicht. Das würde er sich nicht trauen. Er geht auf Signal Beam. Kann uns somit nicht two-hitten. Das ist sehr, sehr schön. Und wir können jetzt hier auf eine Sludge Bomb gehen, um seinen Switch Out in Aromatisse zu predicten. Sludge Bomb ist ein easy two-hit KO und wir sind schneller als Aromatisse mit unserem Toad. Das heißt, Seismic Toad kann hier definitiv Arbeit leisten. Ich hoffe, er wird auswechseln. Denn der Earth Power ist wirklich zu obvious. Er hat sie schon gesehen. Er wird wissen, dass die ausreichen wird. Er geht in Aromatisse. Er bekommt die Sludge Bomb ins Gesicht ab und die macht einfach mal gar nichts. Wow, ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das ein Two-Hit ist. Aber hey, dann halt nicht. Dann ist er wahrscheinlich komplett speziell defensiv. Oh Gott, okay. Müssen wir mal schauen. So, er geht nochmal auf Protect. Möchte mich hier also Toxic stallen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir überleben danach noch ein Toxic. Das heißt, er muss wahrscheinlich auf Moonblast gehen. Geht entweder auf Wunschtraum oder Moonblast, um uns jetzt hier rauszunehmen.
oder ein bisschen zu stallen. Und dann können wir mit einem Sludge Bomb eventuell nochmal die Verbrennung bekommen, die Vergiftung bekommen natürlich. Und ich gehe dann jetzt in mein Chucky, um einen Knockoff rauszuhauen, beziehungsweise einen Taunt. Das ist, denke ich mal, so momentan das Beste, was ich machen kann. Er geht auf Schutzschild, das war klar. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich das Aromatisse down bekomme. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das mit dem Sludge Bomb schon passt, aber leider tut es das nicht. Ich denke, ich gehe hier auf einen Knockoff, denn ich möchte einfach die Überreste von dem Teil weg haben, die nerven mich ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass er sowas wie Toxic hat, das heißt, das war hier der beste Play. Und ich gehe dann an dieser Stelle in mein Toad und opfere es, denn das wird nicht mehr viel machen, mein Toad. Von daher, ja, kommt jetzt der Moonblast, killt mich. Ich gehe in meinen Rivaldo und kann Poison Jab drücken und ich glaube, der würde sogar schon ausreichen mit Life Orb. Ganz einfach, weil es wohl ein komplett speziell defensives Aromatis ist. Denn wenn es ein Sludge Bomb von einem Seismitoad so einfach tankt, ja, trotz mäßigem Wesen und komplettem Spezialangriffsinvestment, dann muss dieses Aromatisse wohl speziell defensiv sein. Und der Poison Jab wird dann ausreichen. Tut er sehr schön. Das heißt, wir können mit Banettes Schattenstoß definitiv dafür sorgen, dass der Gegner drauf geht. Dazu haben wir noch ein Hydra-Gil, was schneller ist als alles. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und gegen das Galagladi haben wir immer noch einen Schattenstoß von Mega Banett mit einem harten Wesen. Das heißt, der Kampf sollte, denke ich mal, auch gewonnen sein. Mich würde mal interessieren, was dieses Galagladi jetzt noch so hat gegen uns. Ich möchte auf den High-Jump-Kick gehen. Und wir missen. Schon wieder. Ihr müsst wissen, ich habe eben aufgenommen schon mal, da bin ich aber ausgerastet und das wollte ich euch nicht zumuten, denn ja, ich wurde weggehext des Todes. Aber hey, was will man machen, ne? Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf ein Leaf Storm, denn so kann er auch nicht rauswechseln oder so. Das Schlauste ist... Really, Nigga? Du, mein Sieg ist jetzt weg. Mein Sieg ist jetzt weg. Weil ich Leaf Storm und High Jump Kick hintereinander misse, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Bitte, Chucky, tu mir das nicht an. Shadow Sneak, reiche aus. Reiche bitte. Warte, ich muss schauen, was ist der beste Play. Ich denke, ich muss auf Shadow Sneak gehen. Es reicht aus, okay. Ah, danke, dankbar nett haben wir das noch wow, Leaf Storm, fick dich, ohne Witz, ich habe eben einen Kampf verloren, weil ich zweimal hintereinander Head Smash gemisst habe mit Tyrantrum und damit nicht sweepen konnte und ich habe einen Kampf verloren, weil High Jump Kick gemisst hat und jetzt kommt sowas und dadurch hätte ich auch noch fast verloren, ihr könnt mich mal, Gegner, ihr könnt mich alle mal, echt, bah, ist das ekelhaft. Aber gut, wir haben es gepackt, Leute. Immerhin ist das nochmal was geworden. Ey. Ich hatte gerade echt so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, weil ich echt dachte, das ist jetzt hier nochmal vorbei. Aber gut, das Team ist definitiv in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt es euch aus der Beschreibung her kopieren, den Showdown einfügen und es selbst mal austesten. Könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet mit dem Rahmen und wie ich das aufgezogen habe, ob es euch gefallen hat. Dazu wäre ein Like oder ein Dislike natürlich ganz gut, um zu sehen, was ich besser machen kann, beziehungsweise ob ich etwas besser machen sollte. Und, könnt mir natürlich, ja, zu dem Team Verbesserungsvorschläge oder sonst was, wenn ihr wollt, Tiervorschläge für die nächsten Showdown-Parts, denn ich möchte das demnächst öfters bringen und ich denke mal, das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen, möchte das aber jetzt nicht zu lange hier auskosten und das war es auf jeden Fall mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Was ist eigentlich hier los? Ich muss noch ein Pokémon reinwechseln, damit wir gewinnen. Oh, er hat noch Banette. Bin ich der Einzige, der dachte, dass das schon tot wäre, weil es hier so dunkel... Wow. Wir haben jetzt ernsthaft noch verloren. Weil... Das ist der wohl, glaube ich, größte Fail, der jemals in Pokémon Showdown aufgenommen wurde. Ich war gerade kurz davor, die Aufnahme komplett abzubrechen und es nochmal neu zu machen, aber daran erkennt man, wie behindert ich eigentlich bin. Wie fucking behindert ich eigentlich bin. Und wie... dass ich nur ein Mensch bin, ja. Definitiv. Was will der? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wow.
Ich gehe jetzt die Aufnahmen beenden, schneide dann den Part und gehe dann weinen. Ich hoffe, euch hat das Ende nochmal unterhalten. What the fuck, Mann, ich bin so ein geistige Behinderung. Mann! GG, du Stück. GG. Oh Mann, shit, Alter. Das war's mit diesem Part. Ich hätte, glaube ich, noch gewonnen, wenn ich auf Shadow Sneak gegangen wäre, das Blitzer besiegt hätte und dann vielleicht das Benett noch so oder so. Aber, Alter, Falter, ey. Ich gehe mich jetzt schlagen. Das war's mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.